Hallo, mein Name ist Gamera und herzlich willkommen zu einem weiteren Case-Opening hier auf YouTube auf meinem Kanal. Ja, wir haben immer noch 309 Kryptos zur Verfügung, die verballern wir erstmal ein bisschen. Ich denke mal, dass wir heute mal wieder 10 normale Vorratslieferungen öffnen und mal gucken, ob da endlich was drin ist. Ich bin gespannt. Das erste Case ist jetzt am Stüssel und wir ziehen normal und leider nichts Dolles, schade. Nächstes Ding, zweites Paket. Mal gucken, ob hier irgendwas drin ist. Auch wieder normalen Wikinger-Helmfolie. Nicht wirklich geil. Wie gesagt, also ich habe das Gefühl, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass das irgendwie abgeschwächt worden ist. Verfluchte Lackierung, Emblemmaterial. Okay. Kann man, glaube ich, mal gebrauchen. Sieht für mich jetzt nicht so ultra geil aus. Oh mein Gott! Für die SVG 100. Den Executioner, also ein Vollmantel-Geschoss-Variante und Monochrom-Tarnung für die SVG 100. Also haben wir direkt für die SVG 100 einmal was Episches und was Legendäres. Ziemlich geil. Das sieht von hier aus gar nicht mal so schlecht aus. Ich kann es leider euch nicht freischalten, da ich neu wieder im Prestige bin mit Level 15, glaube ich. Also von daher kann ich es euch leider nicht zeigen. Aber von hier sieht es auf jeden Fall schon mal ziemlich geil aus. Bam! Richtig nice. So, nächstes Ding. Ich bin gespannt, ob da wieder was Geiles drin ist. Nee, es sieht nicht danach aus. Selten. Sonnenschein für die Razorback. Sonnenscheintarnung kennen wir sowieso schon. Haben wir auch schon mal gepackt. Also von daher brauche ich euch das nicht zeigen. Kann ich euch sowieso nicht zeigen. Also von daher ist es auch egal. So, leere Weiß. Alter, dieses Fadenkreuz. Das sieht ja... Ich weiß nicht, wer neue Fadenkreuze nimmt, also ich nehme es auf jeden Fall nicht. Schildkrötefolie, nice. Diese Kriegsvisitenkarte hatten wir, glaube ich, schon mal. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Drei Packs, drei Cases öffnen wir auf jeden Fall nochmal. Ich bin gespannt. Wieder normal. Ja, dieses Mal ist echt scheiße drin, ne? Dieses Mal ist echt kacke drin. Und, komm. Für einen Seraph, Drohung. Okay. Kann ich leider auch nicht zeigen, Level 22. Na, das ist ein bisschen blöd jetzt irgendwie gelaufen. Dadurch, dass ich jetzt im Prestige bin, wird es ein bisschen schwierig. Oder Anfang Prestige. Scheiße, naja. Leider haben wir nichts gezogen. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es besser. Wir sehen uns. Macht es gut. Ciao. And tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middle man and inhale the vapors. Madman, old 10 times rapers.